Und herzlich willkommen zurück bei The Legend of Zelda Ocarina of Time, bla bla bla. Ziemlich langer Titel, finde ich. Nein, also ich bin behindert, das war mal wieder ein Fehler von mir. Ah, man kann die Dinger schieben. Huch. Also man kann es wirklich. Oh. Okay, was haben wir jetzt hier geöffnet? Ach. Bams. Ach, wie schön, Herzen. Ich höre doch noch was. Neue Pfeile! Wow, Wahnsinn! Sekunde kurz. Habe ich nicht eigentlich noch eine Fee gehabt? Nein, ach ja je. Weil wir sind jetzt kurz vorm Endboss hier. Ich habe gerade ein bisschen Angst, muss ich sagen. Schieb erstmal weiter. Oder, achso, da war noch eine andere Ausdurchgang. Oh, okay. Ich glaube, jetzt öffnet sich das Tor für den Boss. Nicht? Nein, noch nicht. Ach, hier sitzt der Schalter. So, was aber passiert ist, das ist gut. Naja, okay. Dann schieben wir einfach mal weiter. Jetzt sollten wir aber zum Boss kommen. Nicht? Jetzt ist das Gitter hier. Wir müssen nur noch eine halbe Umrundung schieben. Das wird noch Ewigkeiten dauern. Schieb. Haben wir es jetzt nicht schon? Nein, noch nicht ganz. Eins noch, hoffe ich. Dann schiebe ich aber nichts mehr hier. Zumindest habe ich das da nicht vor. Bitte was? Bitte was? Ach, das ist schon wieder... Wir haben schon falsch rumgeschoben. Na, ganz toll. Na, richtig, ganz toll. Das ist ja jetzt wieder begeistert. Oh, Hilfe. Also jetzt mal so lang schieben. Ich höre auch immer noch irgendwo eine Spinne. Ist das hier wieder zu? Was habe ich jetzt schon wieder falsch gemacht? Ich mit meiner Verwirrtheit hier. Oh Mann. Na, ich habe auch nur gelesen, dass man die Dinger schieben kann. Dann habe ich wieder aufgehört. Ich habe mir schon gedacht, dass ich ein bisschen was drauf habe, aber irgendwie sieht das richtig schlecht aus hier. Hä? Sekunde, gibt es etwa zwei Schalter? Ach, es tut mir einfach leid.
Aha. Hä, hey, Sekunde, was? Einfach weiterschubsen hier. Noch eine Runde. Und dann sollten wir es jetzt aber langsam haben. Fünf Minuten für so ein Rätsel hier gebraucht. Und noch länger. Ach, das ist noch ein Schalter. Da. Unglaublich. Meine Inkompetenz. Ach, jetzt kommt eh das Schlimmste noch. Wir haben keine Fee, wir haben nichts, das unser Leben restort. Das wird der erste Versuch sein hier. Ach, gut. Ich bin bereit. Hä? Nein, Bilder. Oh nein, Bilder. Warum sehen die Bilder alle gleich aus? Ach du, Hilfe, Hilfe, Hilfe. Was jetzt? Ist überall ein paar schöne Dinge. Soll ich vielleicht irgendwo reinschießen? Sieht irgendeins anders aus? Sollen wir irgendein Liedchen spielen oder... Nein, sollen wir nicht. Hallo? Hm. Ich weiß gerade ehrlich nicht, was das für ein Endgegner ist, der mich hier warten lässt. Oh, das erklärt einiges. Ah! Oh Gott, ach du. Wie kommt der hier mit dem Pferd rein? Das ist schon ein bisschen beängstigend. Reiten das Unheil, Phantom Ganon. Ach, oh. Ja, haut bloß ab. Hä, was denn jetzt? Nein! Ach ja, was war das denn, bitteschön? Der kommt ja aus mehreren, oder was? Ah, hier kommt er also raus. Aber irgendwie bin ich zu langsam. Also viel zu langsam. Ich schaff's nicht, mein Navi irgendwie zu animieren, dass die mir hier hilft. Ach du, Hilfe, 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 Hilfe. Lass ja ein paar Spielchen machen hier. Nein, wo kommt der jetzt her? Habe ich ihn getroffen? Habe ich ihn tatsächlich einmal getroffen? Ey, das... Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Oh Hilfe, oh Hilfe! Ah, Mist, das war's auch schon. Ja, richtig, richtig nett. Wir speichern auf jeden Fall. Das ist doch mal ein Endboss-Gegner hier. Wir setzen auf jeden Fall erstmal fort und gucken mal, wie viel Leben wir jetzt bekommen. Ach, na, ganz toll. Ganz wirklich, das ist ausgezeichnet unpraktisch. Ist das fortsetzen? Ich bin ja begeistert. Ja, wir sehen uns dann hier hoffentlich gleich wieder. Also dann direkt vorm Boss, meine ich damit. So, und da stehe ich auch schon wieder, volles Leben. Naja, gut, keine Ausdaueranzeige, aber die ist halt nicht voll. Stehe ich nicht doch. Na, egal. Gut, ich habe wieder eine Fee gefangen und damit sollten wir noch ein, zwei Versuche haben hier. Ah, das ist doch wirklich ein Drecksgegner hier gewesen, immer noch. Was hat er jetzt eigentlich gemacht? Wieder runter, oder was? Ah, okay.
Ah, es geht direkt. Danke, echt danke. Ich habe ihn doch erwischt, oder nicht? Habe ich ihn nicht erwischt? Schon 2 Leben verloren. Unglaublich. Da ist er wieder. Der kommt auch direkt raus. Ah, ich habe ihn sogar erwischt diesmal. Wow. Sehr seltenes Phänomen. Da ist er wieder. Ja, sogar das richtige Bild hier. Nochmal erwischen kann ich ihn, glaube ich, nicht. Oh, mir geht gerade echt die Pumpe hier. Ah, da reitet er. Nicht. Sogar erwischt. Was? Okay, Navi, dein Einsatz. Phantom Ganon greift dich an. Das reitende Unheil des Waldtempels. Ziele mit Pfeilen auf ihn, wenn er aus dem... hatten wir das nicht schon? Schlage seine magischen Feuerbälle mit dem Schwert zurück und attackiere ihn, wenn er am Boden liegt. Ach du Himmel. Ah, ich bin richtig schlecht in sowas. Was Timing und so angeht. Ich meine, man sieht hier eh gerade viel. Will. Lass doch nicht einfach den Ziel hier raus. Immer drauf da. Das ist schon ein böser Drecksack. Ah, ich wusste doch, dass hier sowas mal passiert. Nimm das und das und das und das auch noch. Und das und das und... Und das hier und das und das und das. Das ging irgendwo hin. Irgendwo schreit gleich eine Frau oder so. Okay, na warte. Du hier, jetzt mach ich dich hier platt. Au. Naja, immer rumfuchteln hier mit dem Ding. Beste Methode ever. Ah, oder auch nicht. Gar nicht gut. Wir haben auch eine Fee bei uns, die wird uns helfen. Ich meine nicht Navi. Ah, jetzt war ich zu schnell. Der hält ganz schön was aus hier, der Mistkerl. Mist, war ich schon wieder zu schnell, beziehungsweise zu langsam und... Oh, komm schon, Fee. Heile mich. Ich bin wieder da, immer noch. Oh Gott, das war einfach... Das ist doch einfach unfair hier gerade. Oh Mann, nein, das geht doch nicht so... Ja, fliegt ein bisschen hoch und dann machen wir es hier epischer. Oh, das ist echt richtig schwierig, finde ich gerade. Weil wenn das auf so kurze Distanz macht und ich nur die Hälfte... Ah, sehr schön sehe. Dass der immer noch nicht fertig ist hier, das kotzt mich gerade richtig an. Hilfe! Jetzt sei doch endlich mal besiegt! Oh Gott, was hält denn der noch aus? Das ist ein Bastard-Charakter hier gerade. Oh, nein, nicht doch. Ist halt wirklich nicht einfach. Habe ich ihn jetzt bitte und keine nächste Form und bitte sei besiegt.
besiegt. Oh Mann. Du hast dich tapfer geschlagen. Es scheint, dass du viel gelernt hast. Jedoch, du hast nur mein Phantom besiegt. Trittst du meinen Barnes ich gegenüber, wirst du vernichtet. Ich werde die reitende Kreatur nun in den Hades verbannen, denn sie hat ihren Schöpfer enttäuscht. Okay, gut. Er ist wieder weg. Es wäre auch zu toll gewesen, hätte ich ihn jetzt endgültig besiegt schon. Da ist es. Ah, wie schön. Ein Herzcontainer. Freude. Oh, mal gucken, was jetzt erstmal passiert. Und dann ist der Part auch schon fast gelaufen hier. Ja, die Halle der Weisen. Kommt jetzt wieder der Alte? Okay, gut. Danke, dank deiner Hilfe wurde ich in den Kreis der Weisen aufgenommen. Ja, irgendwie war das auch gleich abzusehen. Nun bin ich die Weise des Waldtempels. Ich habe stets gewusst, dass du zu höherem berufen bist. Ich hege große Gefühle für dich. Oh, wirklich? Ich, für Kinder auch. Doch es ist die Bestimmung, dass wir verschiedene Wege gehen. Du und ich. Wir können nicht in derselben Welt leben. Ich werde dich als Weise des Waldes stets unterstützen. Nimm dieses Amulett an dich. War das eigentlich gerade so ein Heiratsantrag von ihr? Was ein Amulett. Das Amulett des Waldes. Salia gibt sich als eine der Weisen zu erkennen und überträgt ihr ihre Kraft. Ich werde immer deine Freundin sein. Gut. Dann hätten wir ja schon mal eine, wo wir hingehen können, wenn wir traurig sind. Oh, was ist das denn? Ein Spross. Ja, das ist ein kleiner Keim. Was zum... Oh Gott, wie niedlich! Sei gegrüßt, ich bin der Spross des Dekobaumes. Weil du und Salia den Fluch vom Waldtempel genommen haben, kann ich wachsen und sprießen. Dank, hab Dank. Ja... Hast du deine alten Freunde wiedergesehen? Wahrscheinlich wird dich von ihnen niemand mehr wiedererkennen. Das liegt daran, dass Kokiri niemals altern. Die vergangenen Jahre gingen an ihn spurlos vorüber. Aber warum haben sie mich dann altern lassen extra? Sicher fragst du dich, warum... meine ganzen Antworten. Endlich werden sie kommen und so. Nun, du hast es sicher schon geahnt. Du bist kein Kokiri. Du bist ein Hylianer. Ich bin froh, dir dieses Geheimnis endlich offenbart zu haben. Ich bin kein Kokiri. Mein ganzes Leben basiert auf einer Lüge. Oh Mann, jetzt noch Geschichtsunterricht hier. Na, dann ist toll. Vor langer Zeit fand in Hyrule ein Krieg statt, der nahezu eine halbe Dekade dauerte. Um diesen Krieg zu entkommen, gab eine junge hylianische Mutter ihr Baby in die Obhut des Waldes. Als sich das Leben der Mutter dem Ende zuneigte, vertraute sie es dem Dekobaum an. Ja, ich würde meinem Kind auch einfach so einen Baum geben. Der Dekobaum ahnte bereits, dass es sich bei dem Baby um ein Kind des Schicksals handelte. Die Kokiri zogen das Kind auf und es lebte dort bis zu jenem Tag, da sich die Prophezeiung erfüllte. Du bist Hylianer. Es war immer deine Bestimmung, den Wald zu verlassen.
dein Schicksal. Nun hat es sich endlich erfüllt. Du weißt, was zu tun ist, was du zu tun hast. Du musst Hyrule vor dem Untergang bewahren. So sei es, Link, befreie die Tempel von ihren Flüchen und sorge für Frieden in Hyrule. Yay, und damit, danke fürs Zusehen, bis zum nächsten Mal.